So. Ach man, oh, ich wollte doch mal schön anfangen und nicht so doof und mit einmal meine Maus muss in den Bildschirm klicken. Das ist das einzige Nachteil an Camtasia, du musst immer Scheiße machen und wenn ich das sehe, gefällt mir das schon wieder nicht. Ja genau, schieß doch mal auf mich. Oh ja. Das verspricht Spaß zu werden. Spaß zu werden? Spaß zu sein. Spaß, Spaß, Spaß. Oh. Ja! Er kommt unten an, aber hält sich nicht fest. Oder weigert sich zu springen. Oder wie man dieses Verhalten auch immer nennen soll. Ah, so jetzt aber. Hoch, hoch, hoch. Was will ich da hinten? Da hinten will ich... Oh ja. Nicht springen will ich da hinten. Ich glaube, da hinten war ein Schlüssel, richtig? Ja. Da hinten ist ein Schlüssel. Ja, 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 ja. Das verspricht sehr viel Spaß zu werden. Ach Mann, ich habe es ja erwartet, ne? Da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf. Dass Meat Boy wieder meint, hey, spacken wir mal wieder ab. Hatten wir ja lang nicht mehr. Ja, und weil das die Echse von Megastu ist, meint das Spiel auch jedes Mal, sich wieder im Vollbildschirm öffnen zu müssen, weil das hat der Wechsel nämlich auch noch mit sich gebracht. Es spackt noch mehr rum, als es sowieso schon tut. So. The fuck. Sieht echt ziemlich merkwürdig aus. So sollte es aber gehen. So, mein Gott, ey. Aber wenn wir hier schon mal sind, Statistics, kann man gucken. Light World abgeschlossen. Total Progress, das ist das, was wichtig ist. Da sollte 100% danach stehen. Ja. Wir werden sehen, inwiefern wir das hinkriegen. Aber er steht jetzt schon bei 95%, das heißt, das wird schon gehen irgendwie. Ich glaube, man kann sogar mehr als 100% machen. Also. Ja, ne? Ja, ist ja gut jetzt. Hoch, hoch, hoch. Hoch? Frage ich mich natürlich. Ja, ey. Ah, ich lebe noch! Egal. Ich hab Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Dass diese dumme Scheißplattform da mal wieder auftaucht. So, 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 so. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Genau. Sehr geil. Richtig cool ist das. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was zur Hölle ist das? Würdest du vielleicht explodieren, du kleine Scheißkanone da? Kannst ja irgendeine Wand... Ja, und schon wieder. Das ist total useless, wenn die nicht explodiert, da an der Wand. Die muss explodieren. Kanonen müssen explodieren. Und dann, dass du da runterfallen müssen, da hinten, das gefällt mir auch noch nicht. Aber... Spring doch nicht! Ist, glaube ich, ziemlich tödlich, wenn man nicht springt. Ja, andersrum ist, glaube ich, ziemlich tödlich, wenn man springt. Ja, nein. Das heißt, da muss man echt eine Runde warten. Ah, cool. Das verspricht natürlich wieder spaßig zu sein. Ja, natürlich, halte ich mal wieder nicht fest. Oh, dieses Level ist schon wieder... Die Nummer... Zu hoch. Nein, eigentlich nicht, aber... Das ist total verbuggt! Er springt überhaupt nicht mehr, wenn er sich da unten so ganz knapp festhalten tut. Ja. Und wenn da so zwei Kanonen am Screen sind, da könnte ich ja kotzen, ne? Ich wäre ja mal potenziell dafür, dass wir sagen... Das geht nicht! Es geht einfach nicht! Nein, es geht nicht, wenn da zwei Kanonen am Screen sind. Ich streike. Ich habe bisher noch nicht wirklich herausgefunden, wie ich es vermeiden kann, dass da zwei Kanonen am Screen sind.
Ja, lol. Was war das? Das ist ja so ein räudiger Rotz ist das ja. So geht's. Oh mein Gott. So. What the? Ja, das ist. Also, Tod 2 und 3 von dieser Runde waren mehr als merkwürdig. Um das mal so zu betonen. Die waren echt mal mehr als merkwürdig. Ja gut, Tod 3 war einfach nur übel. Oh, was zur Hölle? Ja, spann euch nicht weiter. Und Tod 2 war einfach nur, what the fuck, die hat die Kanone mich wieder erreicht. Oh ja. Das gefällt mir nicht mit dem Runterfallen, ey. Du entwickelst nämlich da so ein Speed, das kannst du so nicht mehr kontrollieren. Das ist so krank. Ja, natürlich. Ja. Ne, geht nicht. Also, da muss ich passen. Whatever. Oh, 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 oh. Ja, wie bitte? Wie in Gottes Namen sollst du das schaffen? Ey, ist das schwul oder was? Oh, oh. Ja, natürlich bleibt noch ein bisschen hängen. Das war knapp. Ja, natürlich, geht da nicht so. Ja, ach komm! Mach doch das gleiche Prinzip noch einmal. Wir stellen eine Kanone mitten drauf, die uns immer weiter ab. Boah! Abfuckt, bis Meatball nicht mehr springt. Oh, ist das unschön. Ist das unschön. Ja, Mann, no! Ich hasse das. Diesen ersten Part hier schafft man dann. Dann geht man im zweiten einfach mal instant baden. Einfach nur, weil sich die Entwickler gedacht haben, hey, ich bin schwul. Oh, ja, Mann. Richtig. Plattform, beweg dich noch langsamer. Da haben wir alle ganz viel Spaß dran. Boah, nee, ne. Diese Salzfabrik, zack. So einfach sie ja mit den Levels war, aber so behindert ist sie jetzt mit dem. Mit der Dingens. Jump over the world! Und dann komm, Kanone, bums mich einfach nur in die Fresse rein. Macht auf jeden Fall deutlich. Boah, ist Springen überbewertet. Ist ja eklig. Springen. Widerlich. Ausrufezeichen. Fragezeichen. So. Jetzt kommt wieder der tolle Sprung. Sprung da runter, das heißt aber nicht, dass du da stehen bleiben sollst und runterrutschen kannst. Nein, das kannst du nicht, kleiner Meatboy.
du einfach nur unfähig bist. Hier kannst du runterrutschen und dann darüber und dann so. Dann hoch, 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 hoch. Hoch. Ich wundere mich, ja? Ja. Ja, natürlich, man stirbt, wenn man oben rausspringt. Logisch. Oh. Ah ja, Meat Boy meets Kanone. Whatever. Aber zum Einspielen hier ist das gar nicht mal so schlecht. Also jetzt nicht speziell dieses Level, aber so an sich. Die, muss ich da wirklich warten oder kann ich vielleicht... Ich versuch gleich mal Trick XY hier. Oh ja, Mann. Oh! Meat Boy, what the? Fuck, war das schon wieder, ey? Spring doch einfach mal in die Stacheln rein! Deswegen mögen wir dich ja eher. Kanone will man wieder gar nicht. Oh. Wäre da jetzt nicht diese dumme Plattform gewesen, hätte ich das geschafft. Nein? Kleine Plattform, die uns eigentlich helfen soll, arbeitet wieder einmal gegen uns. Ich mag es nicht. Sagt, wie ich das nicht mag. Oh ja, Mann. Das war wieder arschknapp, ey. Die Plattform ist ja dann auch anders getimt. Da ist zumindest schon mal Meat. Oder Bandage Girl. Ja! Leck mich doch am Arsch! Wo kam die denn schon wieder her? Ich will hier gerade irgendwen abschießen. Wo kam diese dumme Scheißkanone schon wieder her? Also so hin und wieder, wenn das jetzt... Das kann... Ist wieder so einer dieser Raketen, die können in die Annalen eingehen. Wo die wieder herkam, das weiß nur Gott. Ehrlich. Und der ist auch schon am Grübeln, welche Fehlproduktion da wieder entstanden ist. Alter, what the fuck? Ja, du bist meine absolute Lieblingsplattform. Not. Ey... So ein Schmarrn hier. Sag nochmal Schmarrn, die Bayern doch, oder? Ich meine, die Bayern würden Schmarrn sagen. Alter, die kam... Nee, der kam echt aus der Hölle, dieser Bullet da, ey. Der kam frisch aus der Hölle wieder produziert, ey. Hey, ich war eigentlich tot, ne? War ich Bullet und dann bin ich, ne? Voll krank und so. So übertrieben eklig. Nein, das schaffe ich nicht. Ach, boah, wo sind denn meine Plattformen? Alle weg oder was? So dumm. Die nicht Plattform aus anderer Galaxie. Das heißt, ich bin fucking nochmal 10 Millionen mal langsamer als alle meine Kollegen. Boah, so hin und wieder, ne? So manche Tode, wo du denkst, hey, du bist eingespielt, du kannst das vielleicht schaffen. Und dann stirbst du auf diese Art und Weise und denkst dir, nein, du wirst das niemals schaffen. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, langsam aber sicher fuckt es ein bisschen ab. So ab und zu und so manche Tode, wo du dir denkst, nein, das hast du gerade nicht gemacht. Ganz bestimmt nicht. Ja, ne? Ja, genau. Die Plattform. Warum driftet der nochmal nach rechts? Boah, Mann, oh Meat Boy, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Level hier. Hallo? Meat Boy, bitte. Tu da mal was.
Ja, ach komm! Mit tu doch mal was, war nicht gemeint, spring doch mal nicht mehr. Ey. Gerade so gerne meinen Kopf gegen diese Tischplatte hier donnern. Immer und immer wieder. Ja, da war schon wieder der gebackte Sprung, der in der Theorie eigentlich gar nicht möglich sein dürfte. Den Meatboy aber trotzdem... What the fuck war das? Den Meatboy aber trotzdem ab und zu gerne mal macht. Zack, 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 zack. Darüber. Schlüssel mitnehmen. Darüber. Ah ja, dieses Mal bewegen wir uns nicht mehr nach rechts. Nein, aber dieses Mal prallt der Bullet plötzlich unten an das Ding ab. Ja. Ah, ich will mich am liebsten gerade auf spießen von unten nach oben. Nee. Aus welchem Arsch dieses Level da gekrochen ist, das will auch wieder kein Mensch wissen. Boah. Wer diese Physik erfunden hat, dem will ich echt eine überbraten, ey. Das Spiel an sich ist ja ganz okay, aber mit dieser Physik hier, ey. So ab und zu. Nee. Meatball-Physik ist echt ganz, ganz super. Hölle! Warum hältst du dich nicht fest, Meatball? Bist du unfähig oder was? Wobei, das mit dem unfähig ist, glaube ich, noch nicht mal so falsch. Dass Meatball einfach mal nur scheiße unfähig ist, hat er schließlich schon oft genug bewiesen. Da zum Beispiel. Ich frag mich echt, ne? Es geht... Was ist, schaffe ich ein Level wieder? Oder wenn ich es überhaupt schaffe, in einer Folge. Das ist total deprimierend und. Weißt du? Ich hab's mir jetzt nicht wirklich angeguckt, aber du hattest wahrscheinlich wieder alle Glitch-Level in einem Part geschafft oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre wieder typisch. Da habe ich es mal angeguckt. Ist möglich. Auf jeden Fall ist das schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Und. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich daran, aber. Hat es wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar schneller geschafft als ich es, was ich das hier gerade fabriziere. Nee, nö, 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 nö. Naja, wir können die Wand ein bisschen rot färben. Ist ja auch was, ja, diese Plattform arbeitet definitiv gegen mich. Das habe ich gerade so festgestellt, dass die sowas von gegen mich arbeitet. Ist schon krank. Also wenn Hölle und Rapture auch so schwer werden, und ich glaube, The End hat sogar auch noch eine ein Glitch Level. Ich glaube, das habe ich auch schon freigeschaltet. Müsste ich mal nachgucken gehen. Aber wenn die alle so schwul werden, wenn die noch schwulerer werden als das hier, dann gehe ich mich echt aufhängen. Und ich bin Streck und dann ist Ende. Ende im Gelände. Und da arbeitet sie schon wieder gegen mich. Boah, ja, und da springt Meatball wieder nicht. Ich hab das Gefühl, hier arbeitet generell alles gegen mich. Sowohl Plattformen als auch, ja, Kanonen sowieso. Als auch Meatball, der manchmal nicht springen will. Und manchmal dann doch. Und manchmal mit Schwung und manchmal ohne Schwung. Wie, oh, wie die Erfinder gerade so den Random-Button gedrückt haben. Es ist so zum Heulen. Spring nicht. I love you. So, Matt, ich hätte jetzt am liebsten meine Tastatur noch irgendwie aufgenommen, um zu zeigen, was ich hier eigentlich drücke. Dass Meatball eigentlich jumpen müsste wie so ein Bekloppter. Aber erstmal ist mir das viel zu viel Arbeit. Und zum zweiten Mal, glaube ich, würde das immer noch nicht wirklich helfen. Ja, geh doch nicht nach rechts. Wofür drücke ich das denn?
Dieses Runterfallen, das... Ja, geht mir total auf den Sack. Und da ist einmal... Ich hasse Headset-Kabel. Das ist die nächste Scheiße hier. Ja, Headset-Kabel. Ich komme nicht mehr in diesen zweiten Raum da rein. Der eigentlich piss einfach ist, aber wo dann plötzlich die Kanone aus der verfickten Hölle kam. Oder wie du es nennen willst. Runterfall, ja. Plattform schubst mich wieder weg. Meat Boy jumpt nicht! Oh mein Gott! Das ist immer der gleiche Rotz hier. Das ist immer der gleiche Rotz. Ich weiß ja nicht, ob das bei Tastatur generell immer so ist. Das kommt mir momentan echt so vor. Jedes Spiel meint, dass sie buggen müsste, wenn man mit Tastatur spielt. Da muss ich dann warten, wenn ich da so platt durchkomme. Dass sie buggen müssten, wenn du mit Tastatur spielst. Man nehme Boschi. Boschi kann man gar nicht mehr mit Tastatur spielen. Boah, mein Gott. Meat Boy geht auch nur eingeschränkt, weil einfach jederzeit der beschissene Sprung nicht kommt, den er eigentlich machen soll. Jeder Richtungswechsel wird mit mindestens 3 Sekunden Delay versehen. Es ist ein Traum. Ein Traum für jeden beschissenen Arsch. Oh ja, Mann. Weiter aus dem Screen darf man dann auch schon nicht mehr gehen. Oh ja. What the fuck? Du kannst dich nicht an diesen Plattformen festhalten. Im Grenzfall töten sie dich sogar noch. Es ist der Hammer. Es ist so der Hammer. Es ist... Boah! Wie das Spiel mich hier gerade von einem Bug in den nächsten schubst. Echt nicht schön. Also das ist alles aber nicht schön. Ich warte jetzt hier ab, bis die Plattform wieder richtig ist. Leck mich, Plattform. Dann noch ausweichen. Wo ist der Sprung geblieben? Ich könnte hier gerade echt weinend die Hundehütte besuchen gehen. Oder wo man auch immer hingeht, wenn man gerade ein wenig Gewaltaggression los. Weinend Ballerspiele anfangen zu spielen, obwohl ich dieses Genre eigentlich total verabscheue. Ich glaube, dass ich hier ein bisschen abgefuckt bin, kommt zur Geltung. Oder vielleicht nicht. Vielleicht schafft es Meat Boy dann dieses Mal richtig zu sprengen. Oh ja, Mann. Ich bin fucking drüben. Und diesmal warte ich hier auf die Plattform. Wir machen jetzt einen ganz safe Run. What the fuck? Wie ist... Nee, ich verstehe. Das ist dann die nächste Kacke. Die Physik von den Kanonen dreht jede Sekunde. Da vorne bei der ersten Kanone zum Beispiel kriegt es nicht hin, mich zu verfolgen. Bei der gerade. Die hätte wahrscheinlich sich noch um 180 Grad gedreht. 90 Grad Schlenke eingehakt. Und wäre dann Richtung Mond und wieder zurückgeflogen und hätte mich dann noch am kleinen C erwischt. Also, ehrlich, nee. Geht gar nicht. Wie sie da die Physik eingebaut haben, das wissen sie selber nicht. Zack, 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 zack. Jo. Zu kurz. Natürlich zu kurz. Was auch immer. Physik geht einfach gar nicht in diesem Spiel. Ne. Das habe ich gerade so totally beschlossen, dass die Physik in diesem Spiel der letzte Ranz ist. Und dass die Plattform immer langsamer wird. Das habe ich auch gerade beschlossen, bemerkt. Und hast du nicht gesehen. Boah, nee, ey. So, weiter. Oh ja, plötzlich kommt sie dir schon wieder entgegen. Ja, das ist doch echt. Oh, nee, ne? Wie gerne ich gerade dieses Spiel einfach nur aus dem Fenster schmeißen würde, auch wenn ich es gar nicht so als Verpackung habe oder so. Das ist ja alles, ne? Weiß Bescheid. So,
eine verdammte. Diese Scheißphysik geht gar nicht! Gar nicht! Spiel würde ich gerne mal einem aufs Auge drücken, der sich mit diesem Physik von Spielen auseinandersetzt. Jetzt muss ich echt warten. Weil jetzt die Plattform. What the? Ja, genau! Das ist immer der gleiche Scheiß! In diesem zweiten Raum meinen die Raketen wirklich abzudrehen. Zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die drehen nur noch komische Bahnen, sind nur noch total fail, einfach nur am Fliegen. Das ist so der Hammer. Ja, ja, genau. Kanone. Kanone, die 200 und noch. Ich kann mich nicht an dem Ding abstoßen. Das ist dann die nächste Sache. Dieses Spiel ist ein wenig verbuggt, um es mal freundlich auszudrücken. Und das im Glitch-Level. Aha, aha, aha. Kommt ein Flachwitz nach dem nächsten rausgeschossen. Mehr oder weniger. Damn! Dammit, diese dumme Sprungtaste, die wird auch nie, nie im Leben wird die gefixt werden. Ich weiß nicht, ob Meat Boy jemals Bugfixes überhaupt gemacht hat. Mir kommt vor, wie nicht. Die hatten wahrscheinlich auch keine Beta-Tester, die haben das einfach so. Hey, man kann es eventuell schaffen. Und dann bringen wir das Spiel einfach mal raus. Ich meine, immer noch besser als, hey, das Spiel kannst du gar nicht schaffen und das bringen wir dann trotzdem raus. Hat es auch alles schon gegeben, aber scheiße ist es trotzdem. Es ist so klar, ich schaff das nicht darunter. Es geht nicht! Es geht einfach nicht! Ich könnte mich gerade echt aufregen über dieses Scheiß-Level. Mann, wer hat den Kack wieder erfunden hier? Ja, natürlich. Ist wunderbar alles. Das Leben ist ein einziger Freudentag, der nicht genossen werden kann. Spring doch nicht, du Affe! Mann, es ist so zu kotzen, ey! Boah, nee. Ja, ich reg mich gerade viel zu sehr auf über dieses Spiel. So werde ich das niemals schaffen. Mit einem Aggressionsanfall nach dem nächsten, auch wenn sie absolut, wenn man mich fragt, absolut berechtigt sind. Aber so werde ich es nicht schaffen. Ja. Ich werde das jetzt noch bis 30 Minuten schaffen. Probieren, ansonsten wird eiskalt geschnitten. Ja. Zwar wird dann rausgeschnitten und nicht blödes, Zeitraffergeschisse. Also ich meine, das war jetzt für einmal ganz nett. Aber es ist Arbeit, diese Kack-Zeitraffer-Scheiße einzubauen. Es ist wirklich Arbeit, das einzubauen. Wer es nicht glaubt, soll es selber mal ausprobieren. Es ist. Oh, ich kann gerade so heulen. Heulend aus dem. Aus diesem Spiel hier einfach mal den Exit-Button machen, ey. Nicht mehr die Plattform. Der erste Raum ist jetzt kein Problem. Unter ist super scheiße. So wie immer eigentlich. Darunter, das geht einfach nicht. Wer sich da den Scheiß wieder ausgedacht hat. Oh. Und da ist wieder mein Lieblingsbug. Man kann sich nicht an Plattformen abstoßen. Alter, es gibt so viele Bugs in diesem Spiel. Das wird nie behoben werden. Niemals. Das ist so scheiße. Ich hätte. Ja, oh, ich lebe noch, das ist sehr gut. So gern eine bugfixed Version von dem Spiel hier. Oh nein. So etwas wird es niemals in meinem verkackten Leben geben. Ja. Ich es darunter jetzt wieder geschafft habe, das weiß auch wieder kein Mensch, aber ich bin auf jeden Fall schon mal drüben
so noch. Oh, Gott sei Dank! Und sogar ziemlich genau auf die 30 Minuten, ey. Oh, so ein Scheiß-Level. Meine Fresse, gut. Bis zum nächsten Scheiß-Level! Yay! Yeah!